Ah, geboren in Raccoon City. In Niederbayern. Jesus Christ. Also nicht das Raccoon City, in dem wir gerade sind. Nee, Raccoon City Niederbayern, ja. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, oder? Heimat der Milchkühe. Und Genitalpiercings. Bertha kann beides. Melken und piercen. Fisten. Und piercen. Und piercen, Mann. Die Frau ist halt drauf. Oh, hier drüben ist noch einer. Das gibt es nicht. Ey, das ist so krank. Die können so scheiße gut schießen und halten so abgefuckt viel aus. Das ist schon ein bisschen absurd, wie Schaden die Gegner teilweise machen. Alter, ich renn zurück. Bertha, lass mich durch. Ich bin ein Stück weiter vorne und gar nicht gut. Gar nicht gut? Ich komm. Vielleicht können wir das gar nicht gut so ein bisschen in Atem umwandeln. Ich weiß nicht. Ich bin fast tot. Achtung, Granate. Ey, Bertha, sehr gut. Nice. Es müsste einen Befehl geben. Bertha, jetzt heilen. Bertha, please. Please, Bertha, please. Okay, der ist down. Da drüben ist noch einer hinter der Deckung. Ja, da hinten, da sitzt noch einer. Oh, da ist auch noch einer. Direkt vorne. Okay, das ist weird, dass du dich so umdrehst, aber von mir aus. Also, ich bin fast tot. Ich glaube, Lupo kann nur über die rechte Schulter schießen. Das ist weird. Was gerade da hinten am Kino ist down. Oh, ich habe einen Flammenwerfer gefunden. Klingt nicht schlecht, aber die Reichweite klingt irgendwie nicht so. Aber trotzdem, Flammenwerfer ist Flammenwerfer. Das ist allerdings wahr. Das ist auf jeden Fall eine heiße Angelegenheit. Ey, wie geht's dir? Na, geht's. Ich bin so tot. Ich sammle einen Heilspray ein und ich bin da um die Ecke gegangen. War keine gute Idee. Alter, der hält halt schon seinen Daumen, dass er nicht aus dem Bauch rausfällt und geht nicht down. Du absurder Motherfucker. Da drüben ist noch einer in der Deckung. Eine Granate! Wow, ich bin da in dieser Gasse. Ja. Linke Seite. Gleich hinzukommen. Das sind noch zwei, ne? Okay, eines down. Renn durch. Ich bin die Pfütze neben dem Flammenwerfer. Ah ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt habe ich den Flammenwerfer ausgesehen aufgesammelt. Den wollte ich nicht haben. Oh. Nice, Bertha. Nice. Ich glaube, mir ist ein bisschen heiß von dem Spray. Warum ist der so rot? Na yes. Neuze. Du läufst mir gerade voll in die Waffe. Nietzsche. Dude, what the fuck? Das ist so ein Joke. Wow, der eine kommt. Alter, der macht mies den Style. Fucker, ich hab ihn. Oh, es hat richtig weh getan. Da oben ist halt auch noch einer. Und der läuft immer noch gegen die Wand wie ein Spast. Hat jemand Klebeband? Ich muss den Darm mal wieder ein bisschen fixieren. Was war das? Alter, du wurdest vom Pott erschlagen. Oh mein Gott, ich wurde vom Pott erschlagen, ohne Scheiß. Alter, what the shit. Alter, nimm den Flammenwerfer. Ich hol dich jetzt erstmal ganz kurz. Wo bist du denn? Unterm Pott. Da bist du. Kann mich jemand bitte unter dem Pott rauskratzen? Alter, was war das eigentlich? Ich hab nur gesehen, wie du geplättet wurdest. Oh, von hinten kommt angesprungen. Oh, ach, mies, komm, da sind oh, mies. Voll die Granaten. Oh, mies, Alter, ich merk's gerade, ich bin tot. Oh, halt nur fuck, ich sehe nur noch Gulasch. No, ich konnte. Wow. Wow. Also die Mission ist wirklich die härteste Mission aller Zeiten. Klavier randvoll gespickt mit Klavier. Moment, ey, der Pott hätte mich wieder beinahe zerlegt. Schon wieder die halbe Energie weg, fuck. Pisser. Ich hab's diesmal direkt verwendet. Okay, ich glaube, der ist gleich down. Nope. Renn mal weg. Okay. Das neue Pots oder. Holy shit, noch sorry, mehr. Sorry, Mann, ich hab sehr viele Granaten. Noch mehr, what the fuck? Sag mir Bescheid, wenn du Granaten in die Mitte wirfst. Das Miese ist, es gibt halt auch keinen Marker dafür, irgendwie. Wo bist du denn? Wo ist deine breiige Spur? Ach, hier drüben. Ich hab keinen Plan, Mann. Ich hab voll den Überblick verloren. Oh, schön. Leute, Moment.
Der eine müsste beinahe tot sein. Also viel können wir nicht mehr haben. Ja, da. Oh oh. Fuck. So, brennende Munition hier anpacken. Yes. Komm schon. Jo, der ist down. Yes, der ist down. Wunderbar, okay. Spezialeinheiten, so als Mitgift. And by the way, hier. Kennt ihr noch die Typen, die euch vorhin ins Knie gefickt haben? Ich bin schon wieder fast tot. Du könntest mich hier hinten mal um die Ecke bringen. Wo bist du denn? Ah ja. Hier. Ja, ich bin gestorben. Sehr okay, dann machen wir es einfach so. Sehr vorsichtig, ich nehme doch gerade den halbtoten Körper da vor mir. So, warte, ich töte dich. Was? Achso, ja. Du bist so gut wie tot. Ja, stimmt. Weil wir hatten keinen Checkpoint. Es ist trotzdem ein Satz, den man hört. Ey, das gibt es nicht, du. Warum? Ich will dich wiederbeleben, aber ich kann es nicht auswählen. Ich weiß nicht warum. Jetzt. Ja, du musst irgendwie dahin, wo das EKG ist. Keine Ahnung. Also es ist total weird. Auch wenn ich ganz merkwürdig, ja. Also Hitboxen haben sie echt verkackt. Also mein rechtes Ei muss auf deinem linken Auge liegen und nur dann bin ich richtig. Ja, genau. Immer fester auf die Augen drauf. Irgendwann Achtung, hier sind noch mehr Gegner. Oh Gott, der ist direkt hier. Ich bin schon wieder fast tot. Hey, Dito. Oh, an dem klebt die Granate. Oh, geil. Das war gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, die Granate. Ja, down, Alter. Holy fuck. Um die Ecke sind noch welche. Oh, da ist einer mit dem MG. Der hat einen fucking MG, wow, deswegen. Wow, ich bin hart gespreadelt. Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich erstmal down machen, bevor du da irgendwie an mich rankommst. Oh, der ist direkt hier drüben. Ja. Wie soll ich ihn da? Ich hab selber nichts mehr. YOLO! Ah, oh, ich hatte dich beinahe. Voll in den Nacken gemacht. Nein! Ah, die Pots, na gut. Das gibt es doch nicht. Die Checkpoints sind so Hurensohn. Es hätte aber funktionieren können. Alter, wie viel Damage macht dieser Pot, wenn er runterfällt? Das ist ja viel. Absurd. Deswegen ganz weit weg. Selbst wenn du irgendwie 5 Meter daneben stehst. So, direkt hier zerstört. Sauber, so muss es sein. Er schreit wie so ein kleines Baby. Übel, Mann. Wie wenn er Milchneid hat. Oder deine Zitzen, an deine Beltway-Zitzen will. Geh weg von meinen Beltway-Zitzen. Hast du Milchproduktion? Was denkst du? Ich weiß es nicht, aber die Zitzen sind sehr mächtig. Die sind auch ganz hart, die Brüste gerade. Was ist los bei dir? Ich stell ziemlich viel Belt in deinen Way. Du bist trächtig, kann das sein? Ich werfe jetzt da Minen hin. So. Ich mine das Ding tot. Oh. Egal, die Dinger sind umsonst. Na dann. Na dann. Oh, ich habe 0 Ammo. Das ist cool. Liegt da irgendwo eine Waffe rum, die ich mitnehmen kann? Ich schaue gerade, ob hier hinten noch irgendwo Kraut ist. Ja, warum nicht? Sag ich lieber ein Sturmgewehr als gar keine Waffe. Oh, warte mal, hier drüben kann ich Munition oder sowas mitnehmen? Oh, hier ist Munition ohne Ende. Oh, fuck. Wie mich gelegt hat. Wow. Oh, shit. Hat er einen Shoryuken mitgegeben? Ich würde sagen, ich töte dich, oder? Ich hab nur. Ja, komm, hau rein. Ich hab nur einen Uppercut gerade gesehen. Ist so absurd, dass wir uns gegenseitig töten, um mehr Energie zu kriegen, aber hey. So funktioniert das System. Woher kommen auf einmal Zombies? Wie du auf Elite halt machen musst, einfach. Achtung! Spezialeinheit. Ja, schon wieder. Verdammter Stricher. Ich werde mal gucken, ob ich von hier irgendwie an einen rankomme. Gerade der Typ mit dem MG drüben, ist halt... Hier drüben ist einer, hier drüben ist einer. Pulverisier ihn. Yo, ist down. Nice. Ja, von hier kann ich ganz gut auf den Typen schießen und er trifft mich irgendwie nicht, weil er ein Vollidiot ist. Das ist wunderbar. What the fuck? Ach du Scheiße, du hängst am Zaun. Ich wurde direkt geheadshottet. Ich hab gedacht, ich hätte hier so einen kleinen Trick, könnte hier in Deckung gehen. Achtung, die headshotten dich, die headshotten dich. Aber dann müssen sie durch die Wand schießen. Das wäre cheap, Mann.
Die können das. Weil es miese Penner sind? Okay. Oh fuck, die Granate, ernsthaft. Ich werf Minen durch. Ach, die letzte beschissene Granate und die bleibt nicht am Auto. Gut. Danke, Bertha. Bleibt am Auto hängen. Oh, ist er tot? Ist er tot? Ja, der ist tot. Der Typ am MG? Nein, nein, der nicht. Aber hier so ein kleiner Spasti. Ah, okay, ich habe auch noch einen in der Mitte down. Fuck, vorher ist es ein Zombie und am Brennen. Alles gut. Toter Zombie. Boah, ich hab wieder gar nichts. Ich hab wieder gar nichts. Wollt ihr dich umnatzen? Nee, nee, warte. Ich halt hier vorne ganz gut. Oh, da kommt noch eine Welle. Wieder einfach mal noch eine Welle kommt. Wie kann ich irgendwie... Oh, ich muss das MG mitnehmen. Gib mir das. Flanken vielleicht irgendwie. Alter, wie es ihm einfach voll egal ist. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Ohne Scheiß, der bleibt halt stehen, obwohl ich drauf halte. Ey, die kommen hier gerade durch. Zombies. Was ist mit denen los? Keine Ahnung, sie sind verwirrt. Zombies sind in Wirklichkeit einfach nur shitty Pokémons. Wow, ich bin down. Kannst du mich holen? Ja, passt. Da vorne liegt ein Kraut rum. Okay, wieder einer down. Also es werden weniger. Es werden so langsam weniger. Ah, hier liegen mehr Krauter rum. Okay, dann nehme ich das. Mehr Krauter? Mehr Kräuter. Habe ich Krauter gesagt? Krauter. Ey, das ist doch viel krauterer als das da vorne, Alter. Ohne Witz. Ey, wir haben sie alle. Wir haben sie alle, glaube ich, ja. Du hast sogar noch Datensätze am Start. Das tat doch gar nicht weh. Schau mal, hier ist ein Granatwerfer. Willst du mitnehmen? Das bedeutet, jetzt kommt irgendwas Krasses noch. Was wow! Oh, wow. Hier kam... ist der Boom. Was? Hier kommt der Boom. Ich weiß nicht, was der Boom ist, aber der Boom kann nichts Gutes sein, oder? Auf schlecht. Was? Wer ist infiziert? Vier Auge. Vier Auge schon wieder. Stirb, Vier Auge, stirb! Warum rennt Bertha immer dazwischen? Geh down. Der Kopf ist unten. Gut gemacht. Kein Problem. Den basteln wir dann wieder neu. Den kneten wir neu. Aber wie so ein bisschen Matt durchkneten, Fähnchen reinstecken. Kein Problem. Hier drüben gibt es noch ein bisschen Krauter. Kraut. Aber die ist viel krauterer gewesen da vorne, glaub mir. Oh. Ich glaube, jetzt kommt ein Nemesis. Das sieht sicher aus. Könnte sein. Namesis. Namesis. Also ich glaube entweder. Nee, Tyrant kommt. El Tiranto, das könnte sein, ja. Der grüne Mann mit seinem Trenchcoat. Wer hat Angst vom grünen Mann? Ich weiß auch nicht, der will einfach nur, dass wir ihm auf den Pimmel schauen, glaube ich. Ich glaube, das hier war mit Abstand die derbste Mission. Ja, bisher auf jeden Fall, das war echt heftig. Okay, lass mal weitergehen, oder? Genau das meine ich. Ist er auf mir gelandet? Ah ne, hinter mir. Und der gibt mir erstmal schön ins Gesicht. Dich hat er sich rausgesucht, ohne Scheiß, der kann dich aber nicht leiden. Irgendwie habe ich immer Probleme mit dem, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ich meine, er ist auch nicht der freundlichste Zeitgenosse, das muss man zugeben. Ha! Der ist ein verdammt großer Schlumpf. Er kann extrem schnell rennen, dafür, dass er so dicke Beinchen hat. Bertha, no! No, Bertha! Au! Bertha ist sowas von down. Ich will Bertha retten, aber er hat ein Problem damit. Alter, wie er springt! Was zur Hölle? Los, dir geht's wieder gut. Papa Schlumpf. Ich hab jetzt nicht kommen sehen. Der letzte Blumen. Okay, Flammenmunition. Und Min. Noch einer von hinten. Oh, what the Dödel. Shit, stimmt ja. Geh mal bitte sterben. Ohne Witz, das wäre voll geil, wenn er drauf gehen würde. Wäre echt verdammt nett von dir. Beide von mir aus. Du tot? Ja, super. Wow. Alter. Plunging Attack des Todes.
Er macht ja voll den Hogan bei mir. Der Hogan, Mann. Hollywood Hogan legdroppt dich. Ich wurde eben wirklich gelegdroppt. Fuck. Gib ihm Suplex, Mann. Komm schon. Wir können irgendeinen Tag-Team-Angriff machen. Wir sollten sich auf jeden Fall trennen. Das ist schon mal eine gute Idee. Ja, schon. Das funktioniert eigentlich ganz gut gerade. Toro, Toro. Oh, der eine ist down. Der eine ist down. Und der andere, der kann auch nicht mehr so viel haben. Ja, die er hält sich schon die Hand hier, davor. Die hat schon die ersten Risse. Sehe ich vielleicht aus wie ein Zombie? Er hat sich mal über die Hand schon vor das Gesicht. Ich brezel mal Granaten drauf, vielleicht hilft's. Oh shit, wir noch Nachtritt. Ric Flair choppt noch hinterher, was ist los bei dir? Oh, oh, eben. Er strauchelt. Er strauchelt? Er strauchelt. Ist er zu lange auf dem Weihnachtsmarkt gewesen? Perfekt. Mal nach 15 Glühwein ist auch nicht mehr so einfach, so eine Plunging Attack zu machen. Oh shit, sorry. Peter, warum? Weil du mir vor die Waffe gestrafft bist, wenn du es genau wissen willst. Ah, fuck. Okay. Oh nein. Wo bist du? Irgendwo. Warte. Wer ist das hier? Das ist Vierauge. Los, der geht's. Naja, schaden kann's nicht. Naja, es ist nicht so ganz übel, wenn wir alle am Leben sind. Wo ist er hin? Eine Ableckung. Ableckung. Ablenkung, desto besser. Ich weiß, ist er tot? Nee, ich höre irgendwas stampfen. Fetti Carell, wo ist er denn? Ein gigantischer Möbelpacker. Der klingt, als würde er drei Couches. Hä, wo ist er hin? Wie kann man denn einen 3-Meter-Mann verlieren? Ich wollte gerade sagen, der Bereich ist jetzt auch nicht so groß. Oh. Ah, what? Wirst du es schaffen? Lass mich. Zentrale? Ja, ihr mich auch! Keine Antwort? Sieht es danach aus? Sie lassen uns hängen! Schätze, uns erwartet eine lange Nacht. Wow, das war eine lange Mission auf jeden Fall. Das war allerdings eine lange Mission. Rang B. C. Ich habe ein B bekommen. Naja, gut. Das war das Problem bei mir. Der Tode. Und natürlich die Zeit hat mir ein D verschafft. Nee. Naja, gut, okay. Entbehrlichen bei Mannem. Das war dann nicht so freundlich. Wie gesagt, ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin. Der Service war shitty, die Leute waren unfreundlich und es war viel zu warm dort, weil alles gebrannt hat. Das stimmt. Also es war echt keine gute Gegend. Absolut nicht. Ganz und gar nicht eine gute Gegend. Und die Mission war mies schwer. Nun gut, Erlösung in der nächsten Folge. Wie immer, Bewertung nicht vergessen, um uns ein bisschen zu unterstützen. Wäre verdammt nett von euch da draußen. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen und tschüss. Haut rein.